Die neue Großforschungsanlage des Paul-Scherrer-Instituts ist eine extrem leistungsfähige Röntgenlichtquelle, an der man Experimente betreiben kann, die bisher nicht möglich waren. Der Schweizer freie Elektronenröntgenlaser, oder abgekürzt SwissFEL, erstreckt sich über eine Länge von 740 Metern. Die Anlage besteht aus vier Teilen: Injektor mit Elektronenquelle, Linearbeschleuniger, eine Anordnung von Undulatoren und den Experimentiereinrichtungen. Die Erzeugung des Röntgenlichts beginnt im Inneren der Elektronenquelle. Mit einem Laserblitz werden Elektronen aus einer Kupferscheibe mit extrem glatter Oberfläche freigesetzt. Nun müssen die Elektronen möglichst schnell auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht werden. Sie werden in einer Hochfrequenzkavität beschleunigt, einem speziell geformten Hohlraum, in dem sich ein elektrisches Feld befindet. Dabei entsteht ein magnetisches Feld, das die Tendenz der Elektronen auseinanderzustäuben unterbindet. Nach ihrem nur wenige Zentimeter langen Flug haben sie schon beinahe Lichtgeschwindigkeit erreicht. Die kompakte Elektronenquelle ist das Herzstück der SwissFEL-Anlage. Das Paul-Scherrer-Institut hat sie so weiterentwickelt, dass die Elektronen optimal erzeugt und beschleunigt werden können. Nur durch diese Weiterentwicklung war es möglich, den gesamten Röntgenlaser vergleichsweise kompakt und kostengünstig zu bauen. Nach der ersten Beschleunigung fliegt das Elektronenbündel nun in Form einer Wolke auf den Bündelkompressor zu. Dieser verhilft dem Elektronenbündel zu seinen wichtigsten Eigenschaften: einer extrem kurzen Pulslänge und einer sehr hohen Ladungsdichte, unabdingbar für die spätere Erzeugung des extrem kurz gepulsten Röntgenlichts. Dazu durchlaufen die Elektronen eine Schikane, die aus vier starken Magneten besteht. Vergleichbar mit einer Rennbahn werden die Elektronen auf unterschiedliche Bahnen gelenkt. Elektronen mit niedriger Energie an der Spitze des Elektronenbündels erfahren durch die Magnete eine größere Ablenkung und gelangen auf die Außenbahn. Jene mit hoher Energie am Ende des Bündels auf die Innenbahn. Die Elektronen auf der Innenbahn der Schikane holen aufgrund ihres kürzeren Weges die Elektronen auf der Außenbahn ein. Das Elektronenbündel wird komprimiert. Das komprimierte Elektronenbündel wird nun in den Linearbeschleuniger geleitet, der aus 104 identischen Hochfrequenzbeschleunigerstrukturen besteht. Hier werden die Elektronen weiter beschleunigt oder nach Einstein gewinnen an Masse bis zu ihrer Endenergie, 6 Milliarden Elektronenvolt. Nachdem die Elektronenbündel auf ihre Endenergie beschleunigt worden sind, werden sie durch die Undulatoren gelenkt. Dabei handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Magneten, die in abwechselnder Nord-Süd-Ausrichtung hintereinander aufgestellt sind. Die Elektronenbündel fahren Slalom im Magnetfeld der SwissFEL-Undulatoren und diese Bewegung führt zu einem lawinenartigen Ausbruch des für die Forschung benötigten Röntgenlichts. Mit einer Spitzenleistung von 10 Gigawatt ist es um viele Größenordnungen brillanter als jedes andere Röntgenlicht. Nachdem die Elektronen das Röntgenlicht abgestrahlt haben, werden sie nicht mehr benötigt. Sie werden umgeleitet und in einer Auffangvorrichtung eingefangen. Der Röntgenlichtstrahl hingegen fließt durch die Röntgenoptik hin zum Experimentierplatz. Für die Forscher ist jetzt der Moment gekommen, das einzigartige kurzgepulste Röntgenlicht für ihre Experimente einzusetzen. Der SwissFEL macht kurzzeitige Veränderungen von atomaren und molekularen Strukturen sichtbar. Aus der Vielzahl der Forschungsfelder, die von der Anwendung dieses speziellen Röntgenlichts profitieren können, drei Beispiele. Für Anwendungen in der Elektronik müssen neuartige Materialien erforscht werden, da man bei der Miniaturisierung von herkömmlichen Bauteilen fast die Grenzen des Möglichen erreicht hat. Den Ablauf einer katalytischen Reaktion auf atomarer Ebene zu verfolgen, um ihn dann optimieren zu können, ist ein Wunsch vieler Wissenschaftler in der Umweltforschung. Maßgeschneiderte Medikamente entwickeln zu können, weil man die Struktur von wichtigen Membranproteinen kennt,
Das ist die Hoffnung der Biomediziner. Die Zukunft unserer Gesellschaft sichern, dazu möchten diese Forscher einen Beitrag leisten. Das Röntgenlicht des Swissfell soll sie dabei unterstützen.